Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Heute ist der 19. November und in 3 Tagen haben wir den 22. November. Das ist der Todestag von US-Präsident John F. Kennedy, der am 22. November 1963 in Dallas erschossen wurde, also ermordet wurde. Von, so sagt es ja die gängige Erklärung, von dem Einzeltäter, die Harvey Oswald, der aus einem Gebäude, dem 3., 4. Stock, weiß ich jetzt gar nicht, ihn in seinem offenen Cabrio erschossen hat. John F. Kennedy ist natürlich unlängst seit Jahrzehnten ein Riesenmythos, quasi eine Lichtgestalt der US-Präsidentschaft. Und da sagen natürlich einige, seine Ermordung in Dallas war eine Verschwörung, vielleicht eine Verschwörung des CIA. Oder zum Beispiel eine Verschwörung von Kuba oder den Kommunisten der Sowjetunion. Aber für uns hier, für die Rätsel und Mysterien der Welt, ist es interessant, dass auch die Idee kursiert, beziehungsweise die Spekulation, dass John F. Kennedy ermordet wurde, weil er entweder A. zu viel über UFOs wusste, eben UFOs im Sinne von außerirdischen Raumfahrzeugen, oder B. dass er vom CIA dieses UFO-Wissen anforderte. Da wird zum Beispiel spekuliert, dass John F. Kennedy am 12. November 1963 an das CIA eine Anfrage gestellt haben soll, dass diese ihm die angeblich geheimen und angeblich vorhandenen Beweise, Belege und Unterlagen für UFO-Technologie und Außerirdische aushändigen bzw. vorlegen. Er wollte also quasi vom CIA als Präsident wissen, was ist am Thema UFOs, Flying Saucers, Außerirdische, was ist da dran? Und der CIA hatte sich da gedacht, das passt uns aber gar nicht, wir werden ihn um die Ecke bringen. Also wurde er dann 10 Tage später in Dallas erschossen. Ist natürlich jetzt die Frage, CIA, ist die in der Lage, innerhalb von 10 Tagen so ein Attentat in Dallas zu organisieren? Ich sag mal, ja, das sind die garantiert. Die USA können ja alles, beziehungsweise erlauben sich alles. Man denke nur an die Handy-Abhöraffäre, an die NSA-Affäre, an die Bespitzelung, also die Weltpolizei kann und erlaubt sich alles. Die Spekulationen um John F. Kennedys Ermordung gehen aber auch noch etwas weiter, und zwar bezüglich dem Fotomodell und der Schauspielerin Marilyn Monroe. Die wurde, ich glaube, im August 1962 tot aufgefunden. Da gibt es auch wieder Spekulationen, entweder soll es ein Kunstfehler der Ärzte gewesen sein, sie soll sich selbst umgebracht haben mit Medikamenten aufgrund von Depressionen oder vielleicht versehentlich umgebracht haben, wie dem auch sei. Aber ihr wisst natürlich als Interessierte an den Rätseln und Mysterien, dass es da auch die Verschwörungstheorie gibt, dass Marilyn Monroe eben auch etwas zu viel über UFOs wusste. Oder sogar, dass John F. Kennedy, diese Spekulation habe ich auch schon vor Jahren gehört und gelesen, dass eben John F. Kennedy sein UFO-Wissen an die zwielichtige Person, in Anführungszeichen, Marilyn Monroe, weitergegeben hat. Denn es wird ja beiden eine Affäre nachgesagt. Wobei da immer wieder darauf hingewiesen wird, dass eine Affäre, John F. Kennedy hatte ja viele Affären, auf jeden Fall eine Affäre zwischen Marilyn Monroe und John F. Kennedy eigentlich so nicht belegt ist, nicht nachweisbar ist. Aber nun nähert sich sein Todestag zum 50. Male. Was meint ihr, könnte tatsächlich diese Spekulation, dass John F. Kennedy nicht von irgendeinem, sagen wir, verrückten Einzeltäter, eben den Harvey Oswald, erschossen wurde, könnte die Spekulation dahingehend richtig sein, dass John F. Kennedy entweder zu viel über UFOs wusste, es bekannt machen wollte oder zu neugierig war und deshalb vom CIA aus dem Weg geräumt wurde. Wie gesagt, zu Anfang dieses Videos, John F. Kennedy ist natürlich seit Jahrzehnten ein Mythos und es gibt quasi einen richtigen Kult
um seine Person. Und da ist es schwer zu differenzieren, was ist Spekulation und gerade für uns Mystery-Freunde, was ist Spekulation in Hinsicht seines vermeintlichen UFO-Wissens oder UFO-Interesses. Deshalb habe ich mal den 50. Todestag des jung ermordeten Präsidenten zum Anlass für diesen Vlog hier genommen. Bustet mir mal dazu eure Meinung. Glaubt ihr, die offizielle Erklärung der US-Regierung über die Ermordung ist richtig? Oder glaubt ihr, nein, dass CIA bzw. das CIA oder andere Geheimdienste stecken dahinter, eben aufgrund von der UFO-Thematik? Damit, ich bin gespannt auf eure Kommentare hier drunter. Bis zur nächsten Folge, euer Lars. Tschüss.